Herzlich willkommen bei Feuerwilli, das bin ich. Wir machen jetzt heute was mit der Beiltasche. Die Beiltasche ist was ganz Besonderes. Ich kann euch verraten, das hat ein Feuerwehrkamerad von uns allen mal entwickelt, mit der Firma Dönges zusammen. Und das schauen wir uns einfach mal an. Ganz neutral, und wir müssen mal gucken, wofür das da ist. Ihr solltet mal auf dem neuesten Stand sein, okay? Das mache ich heute nicht alleine, sondern mit Marvin Kölling. Das ist Marvin Kölling. Das bin ich. Verwechslungsgefahr, das ist Marvin Ahlers. Das bin ich. Das ist der Marvin Kölling, um den es jetzt hier geht. Das ist Hendrik. Das bin ich. Das ist ganz falsch. Ich brauche nämlich Marvin Kölling, der kommt jetzt. Alter, ich liebe meine Special Effects. Okay, es war schlecht, aber das dafür wird es jetzt umso besser. Seid gespannt, los geht's. So, also diese Beiltasche. Dieses ganz normale Beil, was ihr sonst zu Hause auch habt, ist das hier, ne? Das kommt hier rein. Was man mit dieser Tasche machen kann, ist erstmal verstellen. Und zwar ist das hier alles mit Klettfest gemacht. Ne? Ihr könnt sozusagen die Lage der Tasche einstellen. Ne? Können wir es mal ein bisschen so einstellen. Richtig maßgeschneidert quasi. Runter, zack. Eigentlich recht einfach. So. Dann ist ein Vorteil auch, wenn man diese Tasche benutzt, dass wenn man die offen lässt, also mit einer Hand bedienen kann. Das zeigen wir gleich mal in der Praxis. Die bleibt nämlich offen. Dann kann man das Beil da reinpacken. So. So sieht das jetzt aus. Zum Vergleich, Marvin, du hast nochmal die normale Tasche mit. Die normale Tasche. Die normale Feuerwehrhaltegurt, Feuerwehrgurt, den ihr erkennt. Hier ist die Beiltasche ein bisschen anders. Der hat ja diese Tasche hier so dran und die ist normalerweise auch hier richtig noch fixiert hier hinten. Das heißt, ja, wenn man sie aufmacht, mit einer Hand ist auch schwierig, dann muss man auch mit zwei machen. Ihr kennt sie wahrscheinlich aus der Praxis. So, jetzt wollte man mal gucken, was die Tasche besser kann. Also, theoretisch könnt ihr diese auch ganz normal erstmal benutzen wie so einen normalen Feuerwehrhaltegurt. Das heißt, wenn wir die jetzt mal abmachen, das legen wir jetzt mal weg. Und du machst mal den Gurt bitte um. Einen Anwendungsfall, wie ich ihn sehe, dass man ihn ganz normal, bitte nicht so stramm, typischer AGT, du denkst wieder gleich an die Selbstrettung. So, kann man sie hier festmachen und kann sie benutzen, genauso wie vorher, für die, die nichts Neues mögen. Also Vorteil ist jetzt, weil ihr habt Reflexionsfläche noch zusätzlich und ist sonst genauso, nichts Besonderes, bammelt hier so rum. So. Jetzt kommen wir aber zu dem eigentlichen Anwendungsfall. Und zwar, bitte mal den Gurt abmachen. So. Und zwar braucht man dann normale Gurte noch zu kaufen. Du hast schon einen umgemacht, jo. Sag mal bitte. Also so ein Gurt könnt ihr euch dann anschaffen. Der sieht dann so aus. Er hat die gleiche Größe wie ich. Machst du den mal bitte fest. Schaut her, jetzt habt ihr das hier. Einmal fest, ne? Wie so ein Gürtel. So. Und jetzt haben wir hier einmal eine Fixierung für den Oberschenkel. So zwei Gurte. Und das hier oben. Das heißt, wir machen das hier oben einmal fest. Den Gürtel um, sage ich jetzt mal. Den Halterung. Dann haben wir das am Oberschenkel zweimal fixiert. So, das heißt, jetzt hängt das hier an drei Punkten fest quasi, ne? Eins, zwei, drei. Knick mal bitte das Knie ein. Ja, und wir kommen auch nicht auf. Das heißt, wenn du jetzt auf den Boden knien würdest. Ja. Wunderbar, ne? Und das Schöne ist auch noch, wenn man jetzt hier mitarbeitet, kannst du mit einer Hand die Tasche aufmachen. Ist die Hand weg. Bleibt sie offen. Und ja, wunderbar. Kannst du rausnehmen und danach wieder zumachen. Ne? Du hast auch gekennzeichnet, roter Griff, das ist es. Top. Gut. Wenn du jetzt irgendwo Leiter hochgehst oder sowas, stört es halt nicht so. Mach mal bitte die Jacke zu. Ich gebe zu, wir waren am Anfang etwas irritiert, ob das an einem Feuerwehrhaltegurt mit dran soll. Und haben uns gedacht, wie soll das jetzt außen von der Jacke, unter die Jacke? Also mit einer TH-Jacke geht das, aber mit so einer AGT-Jacke kommt ein bisschen Verwirrung auf. Ne? Die kurzen Jacken geht das. Da kann man es auch an Gurt festmachen. Aber hier muss man es halt unter diese AGT-Überjacken drunter machen. So, und wenn du jetzt mal hier mal einen Tritt drauf machst. Halt.
Sieht man wunderbar, stört nicht so, ne? Geh mal hoch. Ja. Ja, es ist schon, es liegt schon dichter an, ne? Es ist schon für sowas gut, ne? Also TH, super Teil, handle ich immer dabei, wenn man gerade das Hackebeilchen öfter braucht, ne? Ja, komm mal wieder runter. Mist, jetzt wollte ich, dass er vorwärts runter geht. Einfach zu gut, die Jungs hier in Hailsdorf. Den kann man keine Falle stellen. Nee, okay. Nur, dass ihr wisst, ich finde es gut, dass wir jetzt mal testen, weil, wie gesagt, hat ein Kamerad von uns einen gemacht. Und finde ich auch schön, dass die Firma Dönges, muss man an der Stelle auch mal loben, für uns das auch entwickelt und uns unterstützt. Auch wenn das von euch kommt, könnt ihr haben, ne? Ist wirklich so. Ja, und man kann es halt, mach's mal bitte mal ab nochmal. Einfach hier, zack, ab, fertig. Ne? Man kann es noch ein bisschen einstellen, man kann ein bisschen probieren. Das kann man sich wirklich customizen, wie man ja heute sagt. Weiß nicht, wie findest du es? Ganz gut. Ganz gut, ne? So. Okay, super. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ne? Euer Feuerwehr. Bis dann. Tschüss. Das ist Marvin Köllen. Das bin ich. Weg. Marvin? Verwechslungsgefahr, das ist Marvin Ahlers. Das bin ich. Kommen wir zurück. Kölling. Das ist der Marvin Köllen, um den es jetzt hier geht. Weg. Hendrik. Das ist Hendrik. Das bin ich. Das ist ganz falsch. Ich brauche nämlich Marvin Kölling. Der kommt jetzt. Alter, ich liebe meine Special Effects.